So, ich darf euch recht herzlich begrüßen hier aus der Reihe 9. Red Bull Rookies Cup, vorletztes Rennen. Ja, Aufwärmrunde hier. Und gehen wir auch gleich rein. 12 Runden in Misano. Ja, wieder mal im Regen, wie soll es anders sein? Startfrei, viel Spaß beim Zuschauen. Nassi wird nass. Gehen wir mal rechts. Gehen wir das mal ganz entspannt an hier. Wir sind die Erste in der Gesamtwertung, glaube ich. Aber entspannt ist jetzt vielleicht auch die falsche Taktik. Aber wir müssen schauen in den richtigen Kurven. Hinten auf den langen Geraden, glaube ich, da geht es dann eh dahin. Also den Geraden die mit den leicht schrägen rechts, da sind sie eh nicht ganz so gut drauf. So, hier raus sind sie auch ein bisschen langsam, auch in der MotoGP, da weiß nicht, was da im Beschleunigen ist. Auch nicht so ganz hin. Ja, jetzt vom Motor MXGP hier direkt in die MotoGP ist wieder ein bisschen ein Unterschied. Boah! Leute! Okay, muss ich jetzt wieder ein bisschen die Linie finden. So, jetzt da vorne mit den schnellen rechts, glaube ich, da wird es wohl für uns besser ausschauen, glaube ich. Nur ist halt im Punkt auch ein bisschen dann problematisch. Ja, da haben sie schon einmal ein bisschen aufgemacht, dass wir da keinen drauf fahren. Okay, so schlecht sind die da gar nicht unterwegs. Jetzt der ersten Runde nur 22, das ist jetzt nicht wirklich berühmt. Jo, das ist noch ausgegangen, Gott sei Dank. Okay, 21 aus der ersten Runde. Watanabe mit dem Streckenrekord. Oh, sorry. So, waren die da so langsam oder haben die da noch irgendein Duell gehabt? Aber den Winkel schon erwischt, kann man sich ja voll raus. Jawohl, Manzi hier. Traut man hinter mir, mein Teamkollege. Den habe ich da vorher überholt. Watanabe hier, Japaner. Runde 12 und 12, die Zeit. Kann ich jetzt schön rennen. Michael geht da ein bisschen weit. Ich glaube, das ist der Deutsche auch, wenn ihn alles täuscht. Ja, ist er, glaube ich, genau. Vor allem mir. Der Spanier. Vielleicht bin er hier. Einer vorbei. Und zwar mir. An mir, will mir vorbei. Und voll raus. Ja, das haben wir jetzt relativ gut erwischt. Ich bin da. Martin hier. Und da sind wir schon 9 da. Jawohl. Zaklioglu hier, der Türke vorne. Martin sticht noch mal rein. Hat aber vorne nur ein bisschen ein Tohuwabohu. Denn jetzt sind sie da relativ gut alleine durchgekommen eigentlich. Oder ein paar auf einmal vorher überholt haben in der zweiten Runde. Berolari. Hat sich alles schon einmal
halbwegs sortiert. Ja, wie gesagt, vorletztes Rennen, dann noch das Abschlussrennen und dann haben wir den Red Bull Rookies Cup auch zu Ende. Das DLC bei MotoGP 13. So, können wir da innen wieder ein bisschen was machen? Jawohl, gleich mitgenommen. Jetzt da bremse ich immer ein bisschen zu früh, weil da wird es relativ spät gehen, weil die ja relativ langsam unterwegs sind, aber da habe ich immer ein bisschen die anderen Bremspunkte noch im Kopf. Das QQ hätte es da fast mitgenommen, mit auf 54 hier. 54, das hat er glaube ich auch, hat das nicht kennen, so von Oklu auch, der da in der Superbike unterwegs ist. Die Ruhe hier, Hanika, der Tscheche, der auch mittlerweile schon dabei ist, aber jetzt erst das erste Rennen gefahren ist, aber gar nicht so schlecht war. Im Red Bull Werksteam ist da schon unterwegs. Jetzt am 13. April geht es, glaube ich, weiter für die MotoGP. Konzentrieren hier, die links, der Hanika auf der 5. Position, ja. Die Firma erst, ja, das geht ja relativ langsam mit den. Rookies, MotoGP 3 oder Moto 3, mehr oder weniger kann man sagen. Jetzt gehörst du mir, weil jetzt gehst du vom Gas, jawohl. Leider hier ein kleiner Bug. Wenn es nicht gewollt ist, könnte man aber bei der schwierigsten KI-Stufe durchaus einbauen, dass sie da voll durchfahren. Dann wäre das über die ganze Runde schon ein bisschen interessanter hier. Hanika, da sticht er rein hier. Kommt aber dann weit. Gut, solange er mich nicht abschießt, ist mir das eigentlich alles relativ egal. Ja, fünfter sind wir schon. Das wäre jetzt schon einmal für die Gesamtwertung auch nicht so tragisch. Wir sind da relativ gut unterwegs, was ich mich erinnern kann. Na, ich wieder hier den MotoGP-Bremspunkt hier fast gewählt. Ja, im Juni kommt dann eh MotoGP 14, wenn alles planmäßig läuft. Aber mir Hauptspiel in dem Sinne ist gerade MXGP, wenn es interessiert, das ist gerade das Hauptspiel bei mir. Formel 1 ist ein bisschen jetzt im Hintergrund gerückt wieder. Aber da gibt es sicher auch hin und wieder mal ein oder andere Rennen. Ja, Perez da vor mir, der ist auch immer gut unterwegs, immer in den Top 5 hier dabei. Oder meistens. So, da können wir zumindest wahrscheinlich aufschließen hier in der Kurve wieder. Sehr schön. Ah, gar nicht mal so arg. Aber ja, wir kommen ran, wir kommen ran. Ja, vielleicht gibt es ja wieder, so wie das letzte Mal vorher, mal eine Demo vom MotoGP, vom neuen, das wäre auch geil. Das letzte Mal in Barcelona, dass wir da ein bisschen reinschnuppern können, gleich einmal schauen, wie die KI und so drauf ist, Fahrverhalten und alles. Ja, wir haben Perez, sehr gut. Ray hier auch auf der 3, sehr gut.
6 von 12, ja, da sind wir eigentlich ganz gut dabei, glaube ich. Bagliani auf der 2. Oh, da kommt Paris, ja, da müssen wir ganz kurz aufmachen. Uah, hinten gibt es hier nichts. So ein bisschen, ich wollte noch sagen, ich will ein bisschen nehmen die, aber dann hat er auch ein bisschen gezuckt und deswegen sind wir da angekommen, weil da haben sie ja mal rausbeschleunigt, immer leichte Speedprobleme alle. Oh, da war eine Kamera zu weit drinnen, habe ich gar nicht mitbekommen. Räumen wir es mal kurz einmal im Cockpit, wie das so ist. Voll durch, das geht da wunderbar. Ja, an der Drehzahl könnte man noch arbeiten. Oh, die Haarnadel, das ist jetzt nicht so einfach. Okay, gehen wir wieder raus. Das sollte man mal am. Wenn man es fährt, ein bisschen üben, dann geht das schon auch. Ah, die war auch nicht. Die war nicht gut. Da kommt sogar hier die Nummer 95 schon wieder daher. Aber wir haben noch genug Zeit. Wir haben die Hälfte gefahren hier. Wunderbar. Refunds. So, schauen wir mal. 50 Meter. Geht das da? Ja, 50 Meter ist der perfekte Bremspunkt. Optimal hier mit der Motorsuite. Gleich einmal den Punktestand dann merken, falls beim letzten Rennen einfach wieder aus ist und man den Punktestand nicht sieht. Oh, so wie beim Multiplayer, was wir da einmal gefahren sind auch. Ja, weil jetzt sind die da vorne gar nicht so schlecht unterwegs. Jetzt müssen wir uns eh ein bisschen zusammenreißen, dass wir da wieder weiter noch vorkommen. Ja, hier lässt die KI auch nicht viel anbrennen, aber wir haben es geschafft. Mit leichtem Körpereinsatz vorbei hier wieder. Ja, das hat natürlich auch ein bisschen Schwung gekostet gleichzeitig. Das war wieder Sekt, das war nicht Haarnadel fast. Ah, und jetzt wieder zu früh. Oh, ganz schlecht die Runde hier, oder ganz schlechte zwei Kurven eigentlich. Eieiei. Ja, das war jetzt bis jetzt nicht berühmt. Das war bis jetzt nicht berühmt. Nächstes die letzte hier, relativ gut erwischt. Da geht schon in die Runde 8. 8, 9, 10, 11, 12. 5 Runden noch. Ja, ein bisschen vorher, bin mir sicher. Der Paris kämpft damit Ray. Der erste vorne ist da ganz gut unterwegs. Der ist da schon schön weg. Oh, die Linie war jetzt auch nicht wirklich berühmt. Hinter uns die zwei, die sind auch gut beieinander. Da sind schon die großen Abstände nach hinten. Ja, da hinten ist eine größere Gruppe wieder. Ja, der erste von hat sich da vom gröbersten rausgehalten. Leichten Vorsprung rausgefahren und den wird er wohl auch ins Ziel bringen. Die drei kämpfen dann doch hin und wieder noch ein bisschen miteinander.
der wird wohl das Rennen da vorne gewinnen. So, kommen wir jetzt wieder ran hier. Müssen wir wieder ein bisschen nachlassen. Jawohl, sehr schön. Sehr schön. Wir sind einmal wieder da, Burschen. Ja, und so sind wir auch gleich wieder weg. Müssen wir weiterfahren. Die zwei da hinten sind auch nicht schlecht unterwegs. Schön raus. Ja, hier haben sie auch leichte Speedprobleme. Ray, aber da vorne, glaube ich, kennen sie keine Freunde beim Anbremsen, weil ich mich nicht erinnern kann. Sehr schön, da kommt er, glaube ich, wieder aus. Aber jetzt dranbleiben, entweder da bei der einen rechts, die Gerade, oder dann hinten. Könnten wir angreifen. Wir haben hier gut rauskommen, jawohl. So, sehr schön, da geht er eh ein bisschen vom Gas. Ein bisschen weg sind wir zwar. Ah, okay, könnte auch wieder ein bisschen eng werden. Gut, dann doch die nächste Gerade. Ray Perez. Er ist der Zweiter. Der ist eigentlich bis jetzt noch immer Zweiter geblieben. Hält sich auch gut eigentlich. Da jetzt auf dem ersten auch ein bisschen auf, oder wie schaut das aus? Ja, okay, noch zwei durch hier. Oh, Bagliani. Ja, da sind sie nicht gut rausgekommen. Ach, so anscheinend die KI da auch nicht so gut beim Rausfahren. Ui, ja, mit dem Knie hier fast ein bisschen vorbei. So, jetzt sehen wir übrigens dann gleich, wer erster ist hier. Ja, die Kurve ist auch gut drauf, das bringt uns auch wieder Zeit. Bastianini, aha, da immerhin. Da ist er gut weggekommen und kann sich hier gut vorne halten. Den werden wir wohl auch bald kassieren. Runde 10 schon. Und Streckenrekord von Baum, wunderbar. Das im Regen, finde ich auch lustig. Na, hier nicht ganz optimal erwischt die Kurve, aber wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. 2,5 Runden. Ja, hier mit dem mit der Motors V ist mir der Regen eigentlich relativ egal, sag ich mal. Weil es ja auch mit dem Reifenverbrauch hier egal ist. So, so schlecht ist er gar nicht unterwegs hier. Schauen wir jetzt einmal zumindest einmal rankommen und dann, ja, das wird eng mit dem Sieg. Aber das braucht nichts. Das braucht nichts, das macht nichts. Weil wir brauchen den Sieg nicht unbedingt. Das, wir sind eh gut dabei, also. Deswegen können wir das Ganze hier ohne Druck sich anschauen. Okay, wäre schneller gegangen. So, gleich jetzt in die vorletzte Runde hier.
Gegengerade da, mehr oder weniger. Ah, Gegengerade ist es in dem Sinne nicht. Ja, oh ja, zur Start und Ziel schon. Ah, ziehen wir ein bisschen weit weg, dass wir hier auf der Geraden dann eventuell angreifen. Vielleicht können wir sich einmal ranbremsen hier, hinter rechts hier. Vielleicht geht da was, sonst müssen wir uns auf die letzte Runde verschieben. Und sehr schön raus eigentlich, ja. Ja, da bin ich zufrieden. Aber könnte... Ja, schau mal. Ja, recht. Recht. Das würde mich ärgern. Vorletzte Runde. Ganz Zeit geführt. Ah, das war wieder... Ich glaube, das ist die Haarnadel jedes Mal. Hat er geführt. Kann noch mal kontern. Kann er sogar. Ja, hier traue ich nicht ganz. Hält er hier nochmal rein. Oh, da gibt immer noch eine kleine mit. Ja, er gibt nicht auf. Sehr schön. Jetzt mache ich mich nochmal in den Windschatten. Sehr gut gefightet hier von Bastianini. Das hält ihm jetzt noch einmal am Leben, dadurch, dass er jetzt bei mir noch einmal vorbeigekommen ist, da vorne. Sehr gutes Manöver. So, Freundchen. Wir probieren es hier natürlich gleich einmal. Mal schauen, ob er uns da wieder... Ach, es geht ja vom Gas. Wieso das? Wir waren ja innen nur... Nur neben ihm. Na, das hat ihm jetzt auf jeden Fall Sieg gekostet. Also, dass er da vom Gas geht. Hm. Schade. Probier das hier nochmal. Wo ist er? Ui, ja, probiert hat das. Oh, das war jetzt schlecht von mir. Bin jetzt rausgerutscht. Kommt er da jetzt? Ja. Letzte Runde. Jetzt hat er wohl nicht wirklich meine Chance. Ah, hier vor ein bisschen rausgekommen, deswegen hat er mich dann noch einmal gekontert. Das war's, jawohl. Aus. Ja, perfekt. Die Ergebnisse: Bamford, Bastianini, Bagliani, Ray, Beres 5 dann noch, Deru, Hanika, Sioglu, Peolari. Und gesamt sind wir natürlich Erster. 31 Punkte Vorsprung vor dem letzten Rennen hier vor Beres, Hanika, Ray, Bagliani, Bastianini. Deru hat ja noch Sioglu überholt. Da geht es hier noch auch beim letzten Rennen noch einmal um P7 dann. Brad Binder dann auf 9 mit 35 Punkten. Das ist aber weit weg hier. Da ist er weit weg mit den Punkten. Lukas Trautmann 17 dann mit immerhin 10 Punkten. Ja, da wird er auch bleiben. Mein Teamkollege. Ja, im Prinzip 31 Punkte. Da sind wir eigentlich Weltmeister. Das passt. Und da steht es auch. In der siebten Runde der Meisterschaft wird Bernie Baum den Weltmeister. Den Weltmeister, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Wird den Weltmeister. So. Heute darf er wirklich mit sich zufrieden sein. Da darf er mit sich zufrieden sein. Jawohl. Keine Surfeinlage wieder hier. Ja, das Bild passt nicht ganz hier. Irgendwie ein bisschen dunkel. Aber gut. Jetzt geht's zum letzten Rennen in Aragon. Ja, das ist sicher interessant auch. Nicht so eine einfache Strecke, mit der Moto 3 geht das schon. MotoGP ist da ein bisschen, ja, Schutzgefahr und so. Fast mäßig gegeben bei den Haarnadels. Runter, rauf und so. Ja.
Letztes Rennen. Kommt dann auch demnächst zum Abschluss vom Red Bull Rookies Cup. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Ciao, ciao.